Ja, beim WAC stürmt Isiaka Ouedraogo anstelle des verletzten Devor Orgel. Der Afrikaner trifft gegen Mattersburg ja erfahrungsgemäß oft und gerne. Die erste Chance in diesem Spiel findet aber der zweite neue Wolfsberger in der Startformation von Heimo Pfeifenberger vor, nämlich Mario Leitgeb. Er scheitert nach Offenbacher Freistoß per Kopf. Allerdings am Goalie der Mattersburger, an Markus Kuster. Der hat bei dieser Fußabwehr aber auch ein wenig Glück. Erste Möglichkeit für die Mattersburger, dann auch per Kopf. Thorsten Marer prüft Raphael Sallinger, der nach wie vor den verletzten Alexander Kofler im Tor der Wolfsberger vertritt. Der Einwurf von Höller wird unfreiwillig von Leitgeb verlängert. Marer kann die Möglichkeit dann aber nicht nützen. Die 26. Minute. Höller gegen Nutz da an der Seitenoutlinie. Nutz gewinnt dieses Duell und sieht in der Mitte Isiaka Ouedraogo. Der Kerl trifft schon wieder gegen den SV Mattersburg und für ihn persönlich eine Erlösung. Entscheidend dieser Fehler von Alois Heller, über den er sich noch immer ärgert. Wir kennen ihn. Nutz nützt das aus. Die Flanke kommt punktgenau auf den Kopf von Ouedraogo, der von den Mattersburgern da auch irgendwie vergessen wird und wenig Mühe hat zu verwerten. Er hat schon wieder einmal gegen die Mattersburger getroffen. Sein erster Treffer im Kalenderjahr 2017. Vor der Pause dann noch diese recht gute Offensivaktion der Mattersburger. Renner auf Florian Sitzam und unmittelbar vor dem Pausenpfiff krachen da Renner und Offenbacher mit den Köpfen aneinander. Beide dann mit einem Brummschädel in der Pause. Aber die Eisbackerln scheinen geholfen zu haben. Beide kommen dann nach der Pause wieder zurück. Stefan Paller mit der Hereingabe. Fehler Rath, davor schon Fehler Malic. Aber Bernd Schweidel kann die individuellen Fehler der Mattersburger, die sehr häufig vorgekommen sind am heutigen Abend, diesmal nicht nützen. Malic mit dem Luftloch. Rath serviert den Ball, Schweidel, aber der jagt den Ball in den Abendhimmel. Dieselbe Minute noch, 48. Renner auf Nedeljko Malic. Der Kapitän gleicht aus, 1:1 in der 48. Minute. Wieder einmal eine Standardsituation, kein Abseits von Malic. Ouedraogo bleibt stehen, läuft mit dem Mattersburger nicht mit und der hat es dann relativ leicht aus kurzer Distanz Sallinger zum 1:1 zu bezwingen und die Mattersburger beweisen wieder einmal ihre Qualität nach Standardsituationen. Zündel mit einem Vorstoß, wie so oft in diesem Spiel, wird nicht angegangen, Schweidel auch nicht und es schlägt ein bei Markus Kuster. Tolles Tor von Bernd Schweidel, sein sechstes in dieser Saison. Weil Zündel da jede Menge Platz hat, die Mattersburger schauen nur zu, Marer und Malic bewundern da auch den Abschluss von Bernd Schweidel, anstatt einzugreifen. Und der nützt das kaltblütig aus. Zwischen dem 1:1 und dem 2:1 nur 4 Minuten. Dann erneut 4 Minuten später schon wieder dieser Renner. Gruber auf. Jawohl, Nedeljko Malic. Diesmal nicht mit dem Kopf, sondern spektakulär. Wolle abgeschlossen. Gruber verlängert entscheidend zum völlig freistehenden Malic. Und diesmal toller Schuss ins lange Eck des Wolfsberger Tores. Wie schon zuletzt beim LASK 2 Innenverteidiger-Tore nach Standards für die Burgenländer. Dann dieser tolle Konter über René Renner, der nicht zu halten ist. Weder vom Paller noch von sonst irgendwem. Dann hat er auch noch das Auge für Gruber, aber der vergibt. Wir haben es ja rausgestoppt. Renner hat nur 8 Sekunden gebraucht von einer Strafraumgrenze zur anderen und zum Abschluss dann noch dieser vergebene indirekte Freistoß von Florian Flecker für den WAC. 87 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. In der Nachspielzeit passiert dann nichts mehr. Die Wolfsberger, die bleiben zu Hause zwar zum 5. Mal in Folge ungeschlagen, wirken aber irgendwie niedergeschlagen, wie man hier an Thomas Zündel deutlich ablesen kann. Und der SVM punktet zum 4. Mal auswärts, aber zum 4. Mal ist es nur ein Punkt.